Ah, diese Gemütlichkeit von einem tollen, frisch gebrühten Kaffee und einem Stück Kuchen. Ah, am Wochenende mal so richtig Kaffee trinken, Kuchen essen, es sich gut gehen lassen. Mögen Sie das auch so gerne? Ich liebe das. Das hat in unserer Familie schon so eine richtige Tradition. Und ich finde das einfach, das gehört mit dazu, wenn man dann gemütlich zusammensitzt. Ich kenne das so von meiner Oma, von meiner Mutter, aus der Familie. Und wenn dann dieser Geruch von Kaffee durch die Wohnung zieht, dann läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Und dann denke ich schon, das ist einfach so, nach Hause kommen. Wenn auch Sie leckeren Kaffee zubereiten wollen, frisch gebrühten Kaffee, aber sogar frisch aufgemahlenen Kaffee, dann haben wir jetzt was Schönes für Sie. Eine Kaffeemaschine der ganz besonderen Art. Und die ist auch optisch ein wirklicher Hingucker. Eine Design-Kaffeemaschine, die auch dann in Ihre Wohnung gehört. Anne ist hier bei mir und ich weiß, sie liebt Kaffee genauso wie ich. Wir sind beide so Kaffeetanten. Wir haben uns gerade schon unterhalten. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man Kaffee zubereiten kann, aber für mich ist immer noch die leckerste und beste Methode ganz klassisch der Filterkaffee. Also allein schon dieses Tropfen, dieser Geruch, der dann herauskommt, und es schmeckt auch viel, viel besser als diese Kapselautomaten und was es da nicht noch alles gibt. Und jetzt haben wir zwei große Vorteile. Es gibt ja immer die Vollautomaten, die Bohnen frisch machen, mahlen und den Kaffee frisch zubereiten. Und dann gibt es ja die Filtermaschinen. Und jetzt habe ich eine Filtermaschine, die gleichzeitig meine Bohnen frisch mahlt. Das heißt, zwei tolle Vorteile. Und der dritte große Vorteil ist natürlich die Optik. Haben Sie so eine schöne Maschine schon mal gesehen? Also als ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich mich darin verliebt. Und als ich dann den Kaffee probiert habe, wusste ich, es ist um mich geschehen. Das wird meine neue Maschine. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie einfach Sie frischen Kaffee zubereiten können. Also, wir haben jetzt hier oben die Möglichkeit, entweder Bohnen hineinzufüllen, und das Ganze dann frisch mahlen zu lassen. Oder wenn Sie noch Pulverkaffee zu Hause haben, auch das ist gar kein Problem, dann füllen Sie Ihren Pulverkaffee ein. So, jetzt mache ich mal hier zwei Löffelchen von meinen Bohnen hier oben hinein. Was Sie da für Bohnen verwenden, das ist Ihnen überlassen. Ja, ob das etwas Aromatischeres ist, was Kräftigeres oder etwas Sanfteres. So, und jetzt mache ich meinen Deckel hier drauf und fülle hier an der Seite mein Wasser hinein. Kaffeekännchen gibt es natürlich mit, ganz hochwertig gemacht. Permanentfilter ist auch mit dabei. Das heißt, Sie brauchen auch keine Filter mehr nachkaufen. Das finde ich immer sehr, sehr schön. So, und jetzt einfach die kleine Kanne hier wieder unten hinein. Und das ist so toll gemacht mit dem kleinen Bogen. Süß, haben Sie das gesehen? Man kann durchgreifen. Komplett, Das ist super toll. Das habe ich noch nie gesehen bei einer Kaffeemaschine. Witzig, total witzig. Super süßes Design. Also total süß gemacht, total hochwertig auch mit diesem gebürsteten Edelstahl. So, und jetzt schalten wir den einfach noch ein auf Start und dann... Ei, ist das toll. Haben Sie das gesehen? Also ganz einfach zu bedienen, so wie Sie das haben möchten. Ja. Vorne einfach nur dieser kleine Drehschalter, entweder dann auf Pulverkaffee einstellen oder auf Bohnen einstellen, so wie Sie das haben möchten. Also auch in der Bedienung total einfach, ne? Genau, also man muss sich eigentlich die Bedienungsanleitung gar nicht durchlesen. Sie haben es gesehen, Bohnen oben hineinfüllen, hier kommt das Wasser hinein, dann einfach nur auf Start drücken. Jetzt werden natürlich die Bohnen gerade frisch gemahlen. Das macht natürlich ein kleines Geräusch, ist ja klar. Und wenn Sie ein bisschen mehr Bohnen hineingefüllt haben, dann bitte auf Stufe 2. Ja, also das wird ein bisschen kräftigeres Aroma. So, und jetzt hören Sie schon das Piepen. Jetzt geht es los. In diesem Moment... Der Brühvorgang. Der Brühvorgang. Das ist so ein Stückchen heile Welt. Das ist so ein Stückchen Erinnerung, die einen da wirklich hochkommt, wenn der Kaffee so frisch durchläuft, durchtropft. Auch dieses Geräusch, dieses Zischen. Genau das. Achtung, hören Sie mal. Achtung. Oh, jetzt ist es blubbert. Achtung, jetzt. Dieses Blubbern, das erinnert mich wirklich immer an früher. Ja, wie du gesagt hast, die Oma hat ein frisches Stück Kuchen gebacken, Blechkuchen. Ich glaube, es gab immer Bienenstich bei uns. Und dann dieser Kaffeegeruch. Als Kind habe ich natürlich den Kaffee noch nicht getrunken, aber dann später habe ich diesen Genuss einfach geliebt. Und auch jetzt, ich bin einfach ein totaler Klassiker, was das betrifft, was Kaffeegenuss betrifft. Ich liebe Filterkaffee, ich liebe den Geschmack. Wenn man wirklich gutes Aroma mag, dann kommt man um den Filterkaffee nicht drumherum. Und noch besser ist natürlich, wenn die Bohnen frisch gemahlen werden.
Weil dann ist der Kaffee noch mal aromatischer. Wenn Sie jetzt ein Kaffeebeutelchen kaufen, ja, dann ist natürlich, wenn man das erste Mal öffnet, ist ein tolles Aroma, aber das entfleucht natürlich auch irgendwann. Und dann hast du irgendwann keinen richtigen Geschmack mehr. Mm, ja, das stimmt. Aber hier, man merkt es direkt und man riecht es auch. Oh. Schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Wir würden jetzt gerne ein bisschen was von diesem tollen, frischen Kaffeegeruch direkt zu Ihnen nach Hause schicken, weil wir haben jetzt hier diesen frisch gemahlenen Kaffee, also die Bohne frisch gemahlen. Kennen Sie das, wenn Bohnen frisch gemahlen werden? Oh, und Sie können ja jetzt hier die Bohne Ihrer Wahl auch direkt frisch mahlen lassen. Da gibt es ja Riesenunterschiede auch. Also nehmen Sie ruhig mal, probieren Sie sich ruhig mal durch mit den unterschiedlichen Kaffeebohnen. Allein ja. Das ist ja dann so eine Sache für sich. Da können Sie ja unterschiedliche Bohnen, auch mal Kaffeebohnen ausprobieren, wie die dann schmecken, wenn die gemahlen sind und dann frisch aufgebrüht sind. Das ist so toll. Also da wünsche ich Ihnen allein schon ganz viel Spaß, weil allein das zu entdecken dann, diese Welt des Kaffees, ist schon was ganz, ganz Tolles. Ganz und aktuelle Studie übrigens auch zum Thema Kaffee. Die ist jetzt erst ganz frisch erschienen, kommt natürlich wieder mal aus Amerika. Wer bis zu 8 Tassen Kaffee am Tag trinkt, der lebt länger. 8 Tassen, musst du dir mal vorstellen. Früher war ja immer der Kaffee so verpönt. Ja, nicht zu viel Kaffee entzieht das Wasser. Ganz im Gegenteil, Kaffee ist enorm gesund. So, das wollte ich noch erzählen. Und ich glaube, die Deutschen trinken sogar mehr Kaffee als zum Beispiel jetzt Bier. Also man denkt echt? Zum Beispiel, ja, dass Deutsche mehr Bier trinken zum Beispiel. Aber es ist, glaube ich, der Kaffee, der wirklich wesentlich mehr getrunken wird. Das schmeckt ist ja fantastisch. Auch gut. Also es duftet auch so toll. Und dann kann man hier auch die Stärke sich ja selber einstellen. Man möchte vielleicht ja mal morgens einen stärkeren Kaffee haben oder dann auch vielleicht irgendwann zwischendurch mal sagen, ach komm, ich trinke noch mal ein Tässchen, aber jetzt mal ein bisschen schwächer. Dann kann man das sich hier ja selber einstellen. Und das Tolle ist, bei dieser Maschine, Sie haben es gehört, Sie können selber sagen, oh, jetzt auch, oh, ich habe vielleicht keine Kaffeebohnen mehr da, aber ich habe auch noch mal Pulverkaffee. Kein Thema, weil Sie können hier beides einfüllen. Mhm. Kaffeebohnen oder Pulverkaffee. Es geht beides. Und Sie haben den Permanentfilter mit drin, das heißt, Sie müssen auch keine Filtertüten mehr kaufen. Sie haben hier einen Dauerfilter drin, einen Permanentfilter. 66,41 Euro. Unsere tolle Designmaschine. Ja, das ist für 66,41 Euro. Kännchen kommt für Sie mit dazu. Und Sie sehen hier, tröpfelt noch unser Kaffee durch. Oh. Wunderbar. Und das duftet. Die NX9416 und die 569, das ist die Bestellnummer für eine fantastische Design-Kaffeemaschine, mit der Sie hier fantastisch duftenden, wunderbar leckeren, frisch gemahlenen, frisch aufgebrühten Kaffee zubereiten können. Oh, dazu jetzt ein frisch gebackenes Stück Kuchen oder einen leckeren Keks auch mal. Ja, und dann Kaffee geht immer. Richtig genießen. Genießen auch Sie tollen Kaffee mit unserer neuen Kaffeemaschine. Jetzt bitte bestellen.